Gründonnerstag Nachmittag, Krumbach, Bayern. Das Ende eines dramatischen Polizeieinsatzes. Es fallen Schüsse. Dabei klingt der Einsatz zunächst harmlos. Ein älterer Mann sitzt im Garten dieses Einfamilienhauses auf der Terrasse. Er will nicht gehen. Der Besitzer des Hauses ruft die Polizei. Der Fremde soll das Grundstück verlassen. Nachbarn filmen alles mit dem Handy. Der Eindringling hat offenbar einen Schraubenzieher in der Hand. Der Polizei gelingt es nicht, ihn dazu zu bringen, das fremde Grundstück zu verlassen. Dann eskaliert die Situation. Der Mann geht mit dem spitzen Gegenstand auf die Beamten los, schmeißt Gegenstände. Die Polizisten weichen zurück, warnen mehrfach von der Schusswaffe Gebrauch zu machen. Wecker, wir schießen das! Bleib stehen! Ein Beamter stolpert, fällt hin, der Fremde will mit dem Plastikspielzeug zuschlagen. Mehrere Schüsse werden abgefeuert, der fremde 63-jährige Angreifer geht zu Boden, kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht aber laut der Ärzte nicht. Staatsanwaltschaft und Kripo überprüfen den Einsatz und ob sich die Polizisten angemessen verhalten haben.